So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video bei mir im Kanal. Heute möchte ich mal mit euch zusammen ein bisschen eine Waffe analysieren. Also nicht nur eine Waffe, sondern insgesamt die Waffen-Attachments mir anschauen. Und zwar heute soll es darum gehen, welcher Aufsatz denn der richtige ist für die Waffe. Was ich generell einfach mal gemacht habe, ist ein Schusstest an einer Wand. Ich habe immer die gleiche Klasse genommen, also ich habe immer die gleiche Waffe benutzt und habe halt die Aufsätze unterschiedlich, sage ich mal, ausgewertet. Ich werde euch jetzt mal die Screenshots zeigen und dann werde ich ein bisschen was zu den Screenshots erzählen. So, wir schauen uns einfach mal das erste Schussbild an, das wir hier haben. Und zwar, dieses Schussbild ist ohne Aufsätze entstanden. Das heißt, wenn wir die Waffe komplett nackt spielen, ohne irgendwelche Aufsätze oder ohne irgendwelche Perks, wird noch nicht ganz so deutlich, was hier schön an der KN44 zu sehen ist. Der Streukreis, wenn man aus der Hüfte schießt, ist recht hoch. Und wenn man ins Aimdown des Sights geht, also sprich durch Kimme und Korn zielt, findet man schon sehr, sehr stark wieder, dass die Waffe sehr genau schießt. Aber man kann den Rückstoß nach oben mit einem gewissen Training natürlich kontrollieren, aber das sieht man hier auch deutlich, dass es einen Rückstoß gibt. Das zweite Bild wird dann schon ein bisschen deutlicher, und zwar mit dem Gung-Ho-Perk. Dieses Perk bewirkt, dass man beim Rennen zum Beispiel aus der Hüfte besser schießen kann. Das merkt man auch deutlich, aber was man hier festgestellt hat oder was ich feststellen konnte, ist, dass der Streukreis aus der Hüfte etwas größer geworden ist. Ebenso auch der Streukreis, wenn man nicht aus der Hüfte schießt, also durch Kimme und Korn. Finde ich sehr verwunderlich, weil das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dieses Ergebnis. Die meisten, die ich gesehen habe online, die spielen eigentlich folgendes Szenario, die spielen Griff. Mit dem Griff hat man auf jeden Fall sehr, sehr gute Schusswerte, das sieht man hier auch, ein sehr, sehr gutes Schussbild, wenn man durch Kimme und Korn zielt. Da bewegt sich der Rückstoß nicht nach oben, sondern eher nach seitlich, also muss man auch kontrollieren, aber das muss man einfach wissen. Eine sehr, sehr gute Kombination ist das nächste Bild, das ich euch zeigen werde, ist schnell ziehen. Also das heißt, das Bild und das Bild davor, wenn ihr das kombiniert, erhaltet ihr meiner Meinung nach mit die beste oder das beste Schussbild. Also man sieht es hier, schnell ziehen bewirkt, dass man natürlich schneller im Aim ist. Aber wie man auch sehen kann, ist der Schussradius oder Schusskreis sehr, sehr groß in beiden Bildern, deswegen beide kombiniert, bumm, da sieht man es. Also ich habe den Kreis jetzt absichtlich mal den rechten Kreis, also den kleineren Kreis, gleich gelassen. Hier sieht man mal, wie reduziert plötzlich das Schussbild ist. Also definitiv kann ich sagen, wenn man eine Waffe hat, nutzt definitiv hundertprozentig die Kombination aus Schnellziehen und Griff. Die ist sehr, sehr effektiv. Was ich dann noch testen wollte, ist die Kombination Griff, Schnellziehen und Schaft. Das sieht man hier. Bild ist wieder gleich geblieben, also ich habe die Kreise gleich gelassen. Wenn man vergleicht, also das Bild davor mit diesem Bild, wird man deutlich sehen, man hat natürlich nochmal eine gewisse Streuung mit drinnen. Das muss man natürlich bedenken, wenn man durch Kimme und Korn zielt. Aber was man natürlich als großen Vorteil hat, ist natürlich diese Beweglichkeit, die man durch den Schaft hat. Aber man muss es halt überlegen, ob man wirklich drei Waffenaufsätze nutzen kann. Was ich dann natürlich auch noch getestet habe, so der ultimative Test, und zwar ist der Test Griff, Schnellziehen, Schaft und Laservisier. Das ist die ultimative Waffenkombi. Ihr seht hier, die Kreise sind sowas von klein geworden. Man hat beim aus der Hüfte schießen einen so kleinen Streuradius, das ist wirklich sehr, sehr geil für eine automatische Waffe, die auch noch ein Sturmgewehr ist. Und man hat gleichzeitig, wenn man durch Kimme und Korn zielt, auch einen sehr, sehr geringen Streuradius. Aber was ich sehr interessant finde, schaut euch mal, also spult mal im Video zurück, schaut euch mal die Kombination jetzt an, also Griff, Schnellziehen, Schaft, Laservisier und die Kombination Griff und Schnellziehen. Da werdet ihr sehen, weil meistens geht man ja durch Kimme und Korn mit so einer Waffe. Da ist die Genauigkeit von dem Ding viel besser, wie wenn man vier Perks drauf macht.
Also das ist schon mal eine deutliche Sprache in Richtung, was nutze ich denn für Aufsätze auf meiner Waffe? Und die Kombination, die ich vorhin schon sagte, Griff und Schnellziehen, ist meiner Meinung nach, und das sprechen die Bilder wirklich für sich, am effektivsten. Jetzt dürft ihr noch gerne eure Meinung drunter schreiben, was ihr denn für Aufsätze mitnimmt. Und sagt mir doch mal, was ihr denn gerne als nächstes sehen wollt. Ich habe da schon ein bisschen was geplant gehabt als Tech-Guide sozusagen. Aber mal sehen, was ihr für Vorschläge habt. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal, euer Anders Hero. Servus!